Hallo und willkommen zu meinem nächsten FIFA 19 Pack Opening, mal wieder zum neuen Team of the Week. Mal wieder ein kleines Pack Opening, nur 6 Packs für euch. Aber wenn es euch trotzdem gefällt, gerne ein Like da lassen, kommentieren und wir schauen mal, was ich für Packs bekommen habe. Es sind keine spektakulären, weil hier sind auch noch leider Silberpacks von den Top-Partien dabei. Ansonsten nichts Krasses, wir fangen mit den Silbersets an. Fangen wir mit dem kleinen. Ne, das sind nur Spiele. Machen wir erstmal das hier. Mal gucken, was mich hier heute erwartet. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen und kommentieren, um mich zu unterstützen. Und es fängt schon wieder gut an. Letzten Montag habe ich ja auch nur seltene Spiele aus den Packs bekommen. Waren jetzt nicht die ganz dollen Kracher, aber immerhin ein paar interessante Spieler dabei gewesen. Das können wir alles verkaufen. Den Rest werden wir natürlich abstoßen und die Verträge und so weiter werden wir speichern. Ich hoffe, es wird nicht zu kurz, aber es gefällt euch trotzdem. Vielleicht ziehe ich ja doch noch die ein oder andere gute Karte. Ich habe auch noch ein paar Packs wieder mit Champions League Layout am Start. Auch hier der Silberspieler ist selten und das geht ja noch bis Freitag, also nicht mehr lange. Ich habe bisher noch keinen gezogen. Neustädter habe ich aus diesem Silberpack gezogen. Der war ja letztes Jahr noch Gold. Aber ja, er hat abgebaut und den habe ich sogar schon im Verein, habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich ihn mal gezogen habe. Ansonsten nichts Berauschendes und dann machen wir erst das Kleine. Ne, wir machen erst das Jumbo Gold Pack, dann das Kleine und dann die mit dem Champions League Layout. Und dann schauen wir mal, vielleicht kriege ich ja eine von diesen dynamischen Champions League Karten. Auch hier ist es wieder selten. Es ist ein Schweizer aus der ersten italienischen Liga und er ist auch nicht gut und wir sind schon bei der Hälfte angelangt. Schauen wir mal, was wir hier so Schönes, Interessantes haben. Irgendwas Brauchbares, ein paar Doppelte und der Rest wird abgestoßen. Genau so abstoßen geht ja hier zügig voran. Jetzt das Kleine und dann gucken wir mal, was die anderen beiden Packs sind. Ich glaube, es sind zwei 25k Packs. Kann was Gutes drin sein, muss aber nicht. Und hier wird es auf jeden Fall schon mal eine Wall. Das ist schon mal sehr schön. Brasilien, Stürmer. Es ist aber nur der Jonas und der wurde, glaube ich, auf 84 angehoben. Ich meine, er hat letztes Jahr eine 83 gehabt, wenn ich mich nicht vertue. Ist gut, ist schön, ist eine Wall, nehme ich mit und ansonsten nichts Berauschendes drin, speichern wir erstmal zum Verein und dann sind zwei 25k Packs. Es wird auf jeden Fall wieder eine schöne Animation geben von dem Pack. Ich hoffe natürlich, es wird eine Wall, das ist schon mal sehr gut. Spanien, linker Verteidiger. Es ist nicht wahr. Es ist ein Walkout. Grüße gehen raus. Walkout. Jordi Alba. 87er. Yes. Ich habe irgendwie erst überlegt, wer kann das sein? Aber das kann ja fast nur der werden bei linker Verteidiger. Spanien und Wall. Ich weiß gar nicht, ob es einen anderen da gibt. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Nehme ich mit. Gucken wir, was dahinter ist. Ich hoffe natürlich, es ist noch schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ansonsten nur Müll, jede Menge doppelte Karten, 4 Stück. Tun wir zum Verein und dann schauen wir, dass wir das letzte Pack ziehen. Ja, es war heute ein sehr kurzes Video, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und es wird hoffentlich wieder was Gutes. Nein, es wird aber immer noch eine seltene Karte, aber kein brauchbarer. Es ist nur ein von Leicester. Aber ansonsten, war es das wieder? Das ist halt wirklich, wie gesagt, ein kurzes Video. Wir packen noch den doppelten Torwart auf die Transferliste. Dann speichere ich gleich die Vereine hier. Die Vereine, ist klar. Die Spieler im Verein. Und damit sage ich auf Wiedersehen und hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.